Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sun & Moon Wi-Fi Battle. Wir spielen heute immer noch mit dem gleichen Team wie beim letzten Mal. Wir spielen heute gegen den guten Gaius. Er hat ein Team bestehend. Er hat schon Pokébank Pokémon, das ist sehr interessant. Er hat dabei Bisaflor, Rotom Heat, Panzeron, Landity, Quajutsu und Aranestro. Das sieht ziemlich stark aus, das könnte super interessant werden. Ja, muss man einfach mal schauen. Ich merke gerade, Mega Bisaflor ist einfach der übelste Kaporiki-Counter. Holy shit. Was haben wir gegen Mega Bisaflor? Ja, wir haben Meteno und Knogger. Allgemein glaube ich, dass Knogger hier wieder sehr stark ist. Man kennt ja Landotilit, ne? Rechnen wir damit? Boah, Landotilit ist ja ultra gefährlich. Holy shit. Ich glaube, ich liede mit Katana. Weil Katana das meiste von Lando tanken kann und auch noch gut zurückschlagen kann. Ja, das machen wir. Das ist... Ja, das passt. Okay, ich muss auch, wie gesagt, also die nächsten Kämpfe werden dann auch mit dem Pokébank-Update genutzt werden. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ja, gut. Wir spielen gegen Gaius und Gaius leadet mit Katana, Tagami und er leadet mit... Exitus, das ist Lando. Okay. Wie gesagt, Lando, ne, da können wir das meiste von tanken. Kraftkoloss, ja, Bedroher. Ist super lange nicht mehr normal, also gegen andere Pokémon außer Alola-Pokémon gekämpft, von daher, ne. Aber wir gehen trotzdem hier für die Laubklinge, weil unser Angriff einfach übel hoch ist. Er wird wahrscheinlich raus im Panzeron gehen. Nestor, das ist sein Panzeron, das ist okay. Ich habe mich auch bei Beulenhelm oder Leftovers trägt. Laubklinge macht halt zero Damage. Er trägt den Ballenhelm, okay. Aber wir haben die Leftovers, von daher ist es egal. Jetzt möchte ich aber mal ganz kurz gucken, wie genau funktioniert Sancto-Klinge? Das umgeht doch einfach nur Boosts, oder? Ja, okay. Es umgeht nur Boosts. Okay, das Problem ist halt, wir haben Defog auf Katana. Also unser Defog ist auf Katana. Ich glaube, ich gehe raus in Kaporiki. Oder? Kaporiki oder Knogger? Kaporiki oder Knogger? Kaporiki oder Knogger? Oder... Ne, Giftspitzen kann ich nicht raus, solange Bisaflor draußen ist. Solange Bisaflor hat. Giftspitzen sind sowieso nicht so gut gegen sein Team. Die vergiften nur Quajutsu und Aranestro. Was mache ich hier? Ich glaube halt, dass er drin bleiben wird und einfach seine Rocks oder so rauslegen wird. Soll ich in Wolverock rausgehen und Verhöhner einsetzen? Ich glaube, das mache ich. Ich gehe in Wolverock raus und setze Verhöhner ein und hole dann meine Tarnsteine raus. Okay, Wolverock. Und er geht für Ruort. Okay, das passt auf jeden Fall. Wir gehen hier jetzt für Verhöhner. Ich glaube nicht, dass er eine Stahlattacke spielen sollte. Und falls doch, wäre das auch okay. So, Verhöhner. Damit er nichts rauslegen kann und nichts defoggen kann. Und er geht für Tarnsteine. Ja, perfekt. Wir können jetzt hier auf jeden Fall unsere Tarnsteine rausbekommen. Die kann er auch so schnell noch nicht wegspinnen. Das passt auf jeden Fall. Wir treffen Rotom Heat gut mit den Tarnsteinen. Wir treffen Aranesto gut mit den Tarnsteinen. Wir treffen den Rest neutral. Aber Quajutsu könnte ein potenzieller potenzielles Sash-Pokémon sein. Er geht raus in Bisaflor. Okay. Okay. Geh raus in Knogger. Oder gehen wir raus? Ja, wir können eigentlich in Katana rausgehen. Wobei er dann einfach wieder ein Panzeron rausgehen wird. Ich überlege halt gerade, in Knogger rauszugehen. Aber ich habe Angst, dass er mich einschläfert. So, ich hätte eigentlich saugern so das Elektrofeld draußen von Kaporiki. Aber wenn er jetzt hier für die Matschbombe geht, ist halt auch RIP. Aber warum sollte er für die Matschbombe gehen? Also das glaube ich am wenigsten. Und sowieso können wir ja mit Kaporiki nicht viel gegen Bisaflor. Aber das Elektrofeld wäre halt cool draußen zu haben. Einfach aus dem Grund, dass wir nicht mehr eingeschläfert werden können.
Ich gehe in Kaporiki raus, um das Elektrofeld draußen zu haben. Ich glaube, er wird jetzt hier für die Pflanzenattacke gehen. Egelsamen wären perfekt. Aber Egelsamen glaube ich nicht, weil er... weil wir ja Verhöhner schon gezeigt haben. Okay, geht hier in die Mega-Entwicklung. Zack. Mega-Bisaflor. Und er geht für... Oh lol, als ob! Bitte, was? Als ob er das predicted hat. What the fuck? Okay. Holy shit, okay. Wir gehen jetzt raus mit Tino, weil er uns nicht einschläfern kann. Das ist super clean. Also wir können jetzt hier einfach auf den Hausbruch gehen. Was hat er noch im Team? Panzer Aeron? Ja, das ist okay. Road zum Heat, das ist okay. Quadruz ist okay. Ja, das passt alles. Hausbruch. Holy shit. Er kann uns nicht einschläfern, soweit ich weiß, mit dem Elektrofeld. Und er geht für... Erstmal Schluckhaut. Er geht für... Gigasauger. Das ist okay. Wenn uns das unter die Hälfte bringt, was es leider nicht tut, wäre das noch besser. Und wir gehen jetzt hier für die Akrobatik. Das passt tatsächlich alles ziemlich gut. Akrobatik sollte trotzdem nicht killen, das wusste ich natürlich. Aber Gigadrain killt uns hier auch noch... Als ob! Na! Come on! Okay, neuer Plan. Wir gehen raus in Sands und gehen hinter den Delegator, weil er uns absolut nichts kann. Er kann uns wirklich gar nichts. Gewechselt raus. Oh, der Crit. Okay, da kommt Lando. Er kriegt noch einen Bedroher raus. Heißt, Flamblitz wird ihn auf gar keinen Fall killen. Auch nach den Rocks nicht. Ja, ein Flamblitz-Burn wäre jetzt cool, aber seien wir mal ehrlich, wann sieht man mal einen Flamblitz-Burn? Das ist halt... Ne? Das ist halt quasi nie vorhanden. Wir gehen jetzt hier aber trotzdem für einen Flamblitz. Ah, der Crit. Wir hätten noch so viel mit Dings, mit Tino machen können. Panzeron unter 70% bringen alleine wäre schon super gut gewesen. Okay, geht für die Kehrtwende. Okay, warum? Er wird in Road to Heat gehen, denke ich. Und scheinbar ist es ein defensives Road to Heat. Oder? Was ist Nestor? Hä? Warum? Wieso? Hä? Okay, wir kriegen jetzt super viel Recoil Damage. Und er ist schneller und kann für den Ruhrort gehen. Das heißt, Knogger wird hier auf jeden Fall sterben. Aber das ist okay, weil ich Panzeron weghaben möchte. Hat er predicted so, okay, oder wusste er, okay, er wird Panzeron nicht killen und er stirbt dann halt am Recoil und am Beulenhelm Damage. So. Was war close? Es könnte auch eine Roll sein. Sterben wir? Ich glaube schon. Doch, sollten wir. Oder? Recoil kommt gleich noch. Ja. Knogger wäre halt auch noch super gut für das Match gewesen. Aber okay. Ich gehe jetzt raus in Katana. Oder in Wolverog. Auf Wolverog haben wir noch den Sash. Hier raus in Wolverog. Ich glaube, wir werden jetzt hier Lando sehen. Armfried, okay, doch nicht. Rotzim, oh lol, richtig gut für uns. Außer er ist Triscarved. Was ich aber nicht denke. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall eine Steinkante raus. Ja. Egal gegen was. Also, Lando ist halt noch super schwierig, aber ich glaube, Wolverog sollte ich mir auch noch gut aufsparen. Okay, wechselt raus. Und geht in Exitus. Das ist sein Lando. So, das ist das einzige Pokémon, vor dem ich Angst habe mit Wolverog.
Einfach weil mich das noch sehr stark in die Enge treibt. Okay, Steinkante kommt. Macht sehr guten Damage. Und ich entscheide mich dazu, nochmal für eine Steinkante zu gehen. Wir haben noch unseren Sash. Alles cool. Wenn er nicht gescarft ist, was ich aber nicht glaube, also ich denke, er wird gescarft sein. Er ist gescarft, aber geht für die Kehrtwende. Macht aber alles keinen Unterschied, weil, wie gesagt, wir sind ja sowieso gesashed. Aber irgendwas bekommt jetzt super viel Damage von der Steinkante. Sei es Quajutsu, Aranestro oder Bisaflor. Er entscheidet sich für Bisaflor und Bisaflor sollte mir Down bekommen. Ich hoffe echt, wir treffen. Okay, wir treffen gut. Okay. Bisaflor ist auf jeden Fall weg. Okay, sein Land ist auf jeden Fall gescarft. Und wir haben noch Agostella. Und was hatten wir noch im Team? Ist es was, was ein EQ, ein EQ tanken kann und danach gut zurückschlagen kann? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Katana. Tatsächlich würde ich an und für sich sagen, ja. Habe ich irgendwo eine Prio? Nee. Weil ich würde gerade eigentlich ungern Agostella wegschmeißen. Weil Agostella gegen... Warum hat er noch vier Pokémon? Er hat noch ein volles Rotomiet, ne? Agostella ist eigentlich noch recht gut, glaube ich. Wisst ihr was? Wir gehen raus in Agostella. Ich habe einen Plan. Wir gehen raus in Agostella. Zack, da kommt das EQ. Das ist okay. Oh lol, das hätte sogar ein EQ getankt. Ich hätte es nicht tun sollen. Okay, und wir gehen jetzt für Siedewasser. Das ist scheißegal. Also Agostella wird jetzt auf jeden Fall auch. Und die Frage ist jetzt, gehe ich in Katana und werde ihn mit Katana besiegen? Oder gehe ich in Wolverock? Weil wir haben auf Wolverock noch die Turbofelsen. Aber ich muss Katana eigentlich noch auf einen relativ starken Health behalten, damit ich mich noch um Quajutsu kümmern kann. Okay, was mache ich jetzt? Das ist super schwierig. Ich gehe in... Ich habe Angst, in Wolverock zu gehen und mich auf die... Okay, das ist meine einzige Hoffnung. Ich muss jetzt in Wolverock gehen und hoffen, dass meine Turbofelsen ihn killen. Killen die? Ich glaube nicht. Turbofelsen. Ich glaube leider nicht. Nee, die werden nicht killen. Nein! So close! So close! Okay, das haben wir verloren. Schade. Der Crit auf Meteno hat super viel kaputt gemacht. Ich will mich ungern über Hex beschweren, aber ich bekomme sie in letzter Zeit so häufig ab und ich dachte, vielleicht wäre es jetzt weniger gewesen, aber nein, scheinbar nicht. Ah, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, wir gehen für Schmalhorn, weil es trifft nämlich immer. Erdbeben kommt. Das wird zu viel Damage machen. Viel zu viel Damage. Wir haben zwar noch die Leftovers und so, aber alleine Rotom Heat weiß ich nicht, wie ich es besiegen soll. Weil Sanctuklinge wird auf plus 1 auf keinen Fall ausreichen. Und Rotom Heat wird mich komplett zerstören. Deswegen, Wolverock hätte hier auf jeden Fall überleben müssen. So, wenn Wolverock Landedown bekommen hätte, dann hätte ich, glaube ich, gewonnen. Weil ich hätte mit Wolverock gegen Rotom Heat und gegen Aranestro gewinnen können und ich hätte mit Katana gegen Quajutsu gewinnen können. Aber leider haben die Turbofelsen ja nicht gereicht. Sehr, sehr ärgerlich. Das ist nicht Dings. Er geht in Aranestro. Warum geht er in Aranestro? Ich gehe jetzt für die Laubklinge. Killt die nicht sogar schon? Und sind wir jetzt nicht plus 2? Die killt. Warum geht er nicht raus in Rotom Heat? Aber ich glaube trotzdem, dass auch jetzt immer noch nicht Sanctuklinge killt. Wenn die Spieler einfach Choice gab für Jutsu mit der HP Fire. Das wäre super lustig. Beziehungsweise es muss nicht mal Choice Scarf sein, um uns zu outspeeden.
Er geht jetzt sogar an Quajutsu. Ist im Jubelball. Hat es ein Init-Plus-Wesen? Geh für die Laubklinge. Okay, Eischrei sollte killen. Ja, ja, Wandlungskunst, okay. Okay. Das killt. Okay, trotzdem GG. Gut. Ja, ja, wie gesagt, der Crit war halt ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem GG an Gaius. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.